Angelika, Weltnetz-TV, warum haben wir uns heute hier getroffen? Erstmal Glückwunsch zu Weltnetz-TV, finde ich überhaupt großartig. Und wir machen hier immer die Geburtstagsfeier für Karl Marx. Der ist heute am 5.5., das kann ich immer so gut merken, 5.5.1818, hat er seinen Geburtstag. Und wir feiern seit 1990 erst an verschiedenen Plätzen in Berlin, wo überall ein Stein oder ein Gedenkzeichen an ihm rumsteht oder liegt, den Geburtstag, und seit, naja, die meisten Jahre seitdem immer hier. Jetzt haben sie es ein bisschen weggeräumt. Wir müssen aufpassen, dass er da auch wieder hin zurückkommt, weil es schon ja ein paar andere Äußerungen gab. Da wurde heute darauf Bezug genommen schon, dass eventuell ganz braucht man sowas ja gar nicht mehr. Und dann gibt es auch inzwischen Ideen, dass man den Platz hier bebauen könnte und so. Also wir müssen schon alle ein bisschen aufpassen, dass das hier so bleibt, dass man an Karl Marx noch denkt. Und wir finden es einfach wichtig, was er, und viele Leute, die hierher kommen, finden das wichtig, dass, was er gemacht hat, gesagt hat. Seine Theorien sind heute so aktuell, wie vielleicht man gehört hat, an dem, was der Detlef Canapin vorgelesen hat. Das war ja original Marx, bis auf zwei Stellen, ich glaube mit den Acrylklos und mit dem Reformprogramm. Dann weiß man schon, das sollte man nicht vergessen, da sollte man immer wieder reingucken, und dann kann man ein bisschen besser verstehen, wie diese Welt so tickt und wie das mit dem Kapital und der Arbeit funktioniert. Angelika, uns ist aufgefallen, die Neuausrichtung des Denkmals ist gen Westen. Zufall? Das allerdings, ja. Aber es ist ganz hübsch, ne? Denn vorher war das, also original ist das das Denkmal, das ist ein ganzes Ensemble. Sie gehören diese Stelen dazu, und es gehört von Werner Stötzer gehört dazu. Also es gehört eigentlich da in das große Areal, und die Blickrichtung von Marx war zum Alex, gen Osten. Jetzt gen Westen, da haben wir auch zu tun. Angelika, vielen Dank. Danke euch.